Hallo Leute, willkommen zu meinen Juni-Favoriten. Ich zeige euch erstmal mein neuestes Baby. Es ist ganz, ganz neu, gerade mal eine Woche alt. Oh, neugeboren. Nein, aber es ist so gut. Also ich habe es direkt ausprobiert am Tag, als ich es gekauft, also beziehungsweise erhalten habe, weil ich das online bestellt habe bei Clarins. Und zwar handelt es sich um das Clarins Radiance Plus Golden Glow Booster. Das ist ein Selbstbräuner-Konzentrat. Und zwar sieht es so aus. Und zwar ist es ganz einfach in der Anwendung. Man mischt es einfach mit seiner Tagescreme. Und die gebe ich erstmal in meine Hände und dann gebe ich davon 3 Tropfen, werden empfohlen, da rein. Also manchmal mache ich auch 4. Und dann mische ich das so und gebe das einfach auf mein Gesicht. Und nach merke ich so im Laufe des Tages, entwickelt sich so ein bisschen, ja, halt dieser Golden Glow, ne? In dem Sinne von, man sieht ein bisschen gebräunt aus, nicht zu arg, sondern einfach gesund gebräunt. Genau das ist das Wort, gesund gebräunt. Man kann es dann wiederholen am nächsten Tag und um die Bräune zu halten, kann man dann ein bisschen reduzieren, vielleicht nur noch 2 Tropfen. Es hat auch nur so einen ganz leichten Selbstbräunergeruch, also nicht allzu stark. Ich gebe auch danach meine Foundation drauf oder was ich auch benutze. Ja, funktioniert ganz gut und ich bin absolut begeistert. Als nächstes wieder ein Sommergoodie, darf bei mir nicht fehlen. Jeden Sommer kram ich das aus und es ist tatsächlich immer noch die gleiche Dose, weil irgendwie werde ich nie fertig damit, keine Ahnung. Obwohl da sogar nur 8,5 Gramm drin sind und ich benutze recht viel, aber trotzdem irgendwie. Das ist von Benefit, das One Hot Minute Puder. Das ist so ein loses Puder, ein leicht schimmriges Bronze-Rosé. Und das gebe ich einfach, ja, eigentlich genau da auf, wo ich den Bronzer aufgetragen habe, um einfach nochmal alles mehr bisschen dunkler wirken zu lassen und ein bisschen mehr wie so ein Rouge-Ersatz schon quasi. Also ich finde, dadurch, dass es ein bisschen rosé-stichig ist, kannst du halt beides haben. Hast auch ein bisschen Schimmer drin, also es ist so ein Allrounder. Und ja, ich mag das ganz gerne auf etwas gebräunter Haut schon, dann wirkt das so richtig gut, das Produkt. Diesmal kein Bräunungsprodukt, allerdings hat es auch etwas damit zu tun, weil ich selbst bräune ja zurzeit wieder recht intensiv und das trocknet einfach extrem die Haut aus. Man braucht also doppelte Pflege, wenn nicht halt einfach reichhaltigere Pflege. Und das ist ganz gut, das ist von Lavera, die Basis Sensitive Creme. So, und die sieht so aus, das ist so eine richtig dicke Creme, also wie so Babypopo-Creme, Windelcreme. Und die duftet halt, ja, so typisch Naturkosmetik-Duft. Das finde ich jetzt nicht so angenehm, aber zum Glück ist es nicht so intensiv. Aber dafür ist die Creme sehr intensiv. Würde ich auch wirklich nur trockene Haut empfehlen, weil es ja nicht so gut einzieht, eben an Stellen, wo es nicht so trocken ist, wo es nicht benötigt wird. Also bei trockener Haut aber allerdings sehr, sehr toll und hilft ganz toll, macht ganz zarte Haut und man fühlt sich auch gepflegt. Dann wieder ein Bronzing-Produkt muss sein, aber diesen Monat habe ich wirklich sehr viel Verschiedenes auch ausprobiert und benutzt, deswegen ganz klar. Das ist von Rimmel London, das Sun Shimmer Instant Tan in der Farbe Medium Shimmer. Und das habe ich mir in London gekauft, kann man allerdings auch online bestellen, kann ich euch mal Links in die Infobox setzen, beziehungsweise nein, ich verlinke euch meine Review dazu, dann seht ihr auch, wie das Zeug funktioniert, wie das aussieht. Und dort sind auch Links dann in meinem Post, könnt ihr dann da nachlesen. Was es ist, ist ein Make-up quasi für die Beine, also ich benutze es für die Beine. Es hat einen leichten Schimmer drin, es bräunt halt die Beine, aber es ist wie gesagt nur ein Make-up, das abwaschbar ist. Allerdings nur mit Seife und Wasser, weil nur Wasser funktioniert nicht, weil es ist sogar water resistant widersteht. Das heißt, wenn es jetzt draußen regnen sollte, passiert da nichts, es wird auch nicht fleckig und so weiter. Also ich bin sehr begeistert, was die Beine wirklich sehr schön goldenbraun macht, ohne irgendwie fake auszusehen. Es hält den ganzen Tag, wie es hier steht, 24 Stunden tatsächlich. Es hält 24 Stunden, das heißt, am nächsten Tag, wenn ich aufstehe, habe ich es immer noch auf meinen Beinen. Also es ist wirklich geil, das Zeug, das trocknet so gut ein und lässt sich auch nicht mehr verreiben, verrutschen. Es färbt auch nicht auf Klamotten ab, also ich kann wirklich mit weißen Sachen drüber gehen, funktioniert. Es ist wirklich toll, geht auch fürs Gesicht, allerdings würde ich es da, habe ich es noch nicht ausprobiert, würde ich auch nicht machen, weil es zu schimmerig ist. Also es ist wirklich extrem Schimmer drin. Gibt es aber allerdings auch in der matten Version, also falls ihr da Interesse habt. Dann benutze ich jetzt ganz neu von Maybelline dieses Brow Drama, das ist in der Farbe
Dark Blonde, ein Sculpting Brow Mascara. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so seht, aber ich finde, das gibt meinen Augenbrauen nochmal einen natürlicheren Look. Also irgendwie bürstet die Bürste erstens die Härchen richtig schön in so eine Richtung, bleibt dann da. Und ich finde, die Farbe harmoniert sehr gut mit meinem Stift und dem Puder, die ich benutze. Das sieht dann einfach, also es macht es, nimmt die Härte ein bisschen weg. Wenn es zum Beispiel zu sehr aufgemalt aussieht oder so ein bisschen, also ist ja nicht so krass bei mir, weil ich achte ja immer darauf, dass es nicht so aussieht, aber das macht es dann automatisch nicht so, dass es aussieht wie drauf gemalt, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich bin sehr begeistert davon. Ich dachte zuerst, ich komme mit dieser Bürste nicht klar, weil die Form sehr komisch ist, aber irgendwie funktioniert es doch ganz gut. Also finde ich echt sehr schön. Dann als letzten Favoriten habe ich noch dieses Schwämmchen. Das sieht sehr ekelhaft aus, weil ich es auch benutze, natürlich. Das ist von Real Techniques, dieses, ich weiß gar nicht, ich habe hier noch die Verpackung. So sieht es aus, Real Techniques Miracle Complexion Sponge ist das. Genau. Und die Form ist halt sehr interessant, weil hier vorne ist es wie typisch dieses Ei, eben diese Spitze. Und dann hat es auf der anderen Seite so eine abgeflachte Seite. Und ich benutze dieses Schwämmchen für viele Sachen. Das heißt, manchmal, wenn ich Bock habe, trage ich so mein Foundation auf. Entweder mache ich solche Bewegungen oder ich tupfe. Dann habe ich diese Spitze, da klopfe ich dann den Concealer mit ein. Und für diese flache Seite, nehme ich für den Bronzer. Da benutze ich sehr gerne ja wieder den Bronzing Primer von Bourjois. Das ist ja so ein cremiges Produkt, ein nass cremiges Produkt. Und damit gehe ich einfach mit dem Schwämmchen rein, klopfe ein bisschen so an meinem Handrücken ab und dann gehe ich so richtig hier rein und kann auch gut nicht nur bronzen, sondern auch schön konturieren damit, weil das wirklich eine gute Form hat so für diesen Bereich. Deswegen ideal eigentlich. Also hätte ich zuerst nie gedacht, dass das funktioniert, aber funktioniert sehr schön. Vor allem auf Reisen auch ganz toll, weil man spart sich dann Pinsel und so weiter und hat dann nur dieses Schwämmchen mit für viele verschiedene Dinge. Dann als letztes wieder Musik. Musik muss sein. Und es gibt auch wieder ein neues Album, auf das ich total abfahre zurzeit. Es gibt nämlich das neue Lana Del Rey Album. Ultraviolence ist nämlich draußen, wie ihr vielleicht wisst. Und ich habe es mir natürlich gleich gekauft, beziehungsweise ich habe es mir schon vorgestellt gehabt. Und meine liebsten Songs zurzeit dort ist auf jeden Fall Pretty When You Cry. Ich liebe dieses Lied. Es ist sehr, 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 sehr schön. Es hat so ein bisschen was, keine Ahnung, erinnert mich so ein bisschen an Nirvana. Ich weiß auch nicht warum. So ein bisschen Nirvana und generell das Album ist mehr Alternative-lastig, weniger diese Hip-Hop-Beats, die sie ja sonst vorhatte, die ich besonders schön fand eigentlich. Ich fand gerade dieser Mix aus ihrer melancholischen und melodischen, träumerischen Stimme sehr interessant, eben mit diesen Hip-Hop-Beats, wie sie es ja beim ersten Album hatte. Allerdings, ja natürlich kann man sich nicht mehr toppen oder kann man nicht mehr Born to Die toppen, weil das einfach ein Masterpiece schon ist, wirklich. Und es ist auch schön, mal wieder was anderes zu hören. Es ist auf jeden Fall mehr Gitarre, hört man da. Also es sind mehr tatsächliche Instrumente, wenn man so möchte. Und gitarrenlastiger. Und man hört auch manchmal diese, keine Ahnung, es erinnert mich so an Tarantino Strings, so als wäre das so, ihr wisst, was ich meine. Also zum Beispiel bei West Coast oder sowas. Was ich auch sehr mag. Ich mag auch West Coast sehr gerne. Und ich liebe noch Florida Kilos und was noch? Shades of Cool und noch eins, genau, und Money Power Glory. Das sind meine liebsten Songs. Genau. Hört es euch an, wenn ihr sie auch mögt. Also ich bin ja sehr fasziniert so von ihrer Musik, von ihrer Stimme. Ist mal wieder so ein, das habe ich schon mal gesagt über sie, ein neuerer Act, der mich mal berührt und das ist eher selten. Was sind eure Songtipps? Das würde mich mal interessieren wieder. Habt ihr wieder irgend so ein Lieblingssong, Lieblingsalbum, was hört ihr jetzt zurzeit eigentlich ganz gerne? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde ich mir gerne durchlesen, gerne, gerne, gerne. Koffer packen, ein paar Tipps und Ideen zum Koffer packen, weil bald sind ja Ferien und so weiter, vielleicht braucht ihr noch ein paar Tipps, dann schaut euch das Video an, ich werde euch das hier verlinken. Außerdem könnt ihr noch gerne mir folgen auf Twitter, Facebook und Instagram, dann verpasst ihr auch nichts, was ich sonst so Interessantes tue oder auch nicht. Aber ja, vielleicht habt ihr ja Bock, mir zu folgen. Dann schreibe ich euch alles in die Infobox an Links, auch meinen Blog. Und vielen Dank wieder fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.